Danke sehr, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, wir diskutieren ja in dieser Zusammensetzung nun seit anderthalb Jahren regelmäßig zu häuslicher Gewalt, zu Femiziden, zur Istanbul-Konvention. Nachdem ich jetzt den Antrag der AfD gelesen und lesen musste und mir auch die Rede anhören musste, musste ich feststellen, Sie haben in diesen anderthalb Jahren nichts, aber auch gar nichts dazu gelernt. Und Sie haben nichts verstanden. Von welchen Frauen sprechen Sie denn eigentlich? Wissen Sie das eigentlich? Meinen Sie die Frau aus den Philippinen? Können wir die Pöbler auch von der rechten Seite mal ein bisschen ruhiger werden? Augenblick, Frau Böhm. Eine lebhafte Debatte ist hier ausdrücklich gewünscht, ein Behindern der Rednerin ausdrücklich nicht. Danke sehr. Meinen Sie die Frau aus den Philippinen, die einen deutschen Ehemann geheiratet hat, der sie nach Deutschland holte, der sie dann mit dem Baby hier alleine hat sitzen lassen, und weil sie jetzt doch nicht mehr die anschmiegsame, unkomplizierte Gefährtin ist, die er sich gewünscht hat, der sich dann geweigert hat, den Unterhalt zu zahlen und sich als selbstständiger Malermeister plötzlich als mittellos darstellte? Oder meinen Sie die junge Frau aus Bulgarien, die nach Deutschland geholt worden ist mit dem Versprechen auf Arbeit und dann in der Prostitution landete, der Pass abgenommen wurde und die mit hohen finanziellen Forderungen gezwungen war, immer mehr Freier anzunehmen? Freier sind nicht im Übrigen vielleicht auch Männer mit Migrationshintergrund, aber meistens doch Männer ohne Migrationshintergrund. Oder meinen Sie die Mädchen in Asien und Südamerika, die von deutschen Touristen missbraucht werden, deren Familien damit zerstört werden, weil die Töchter zwar ein bisschen Geld nach Hause bringen, die aber traumatisiert, körperlich und seelisch beeinträchtigt sind und oft genug viel zu früh schwanger werden? Das sind nur drei Beispiele, die deutlich werden. Die Gewalt geht von Männern aus. Und das sind oft Männer, die einen Hass auf Frauen haben, die ihnen keinen Wert zusprechen oder der Meinung sind, dass Frauen nur für den Lustgewinn da sind. Das Patriarchat braucht Gewalt, um bestehen zu können. Frauen können sich nur befreien, wenn sie nicht mehr mit Gewalt daran gehindert werden, ihr eigenes Leben, ihren eigenen Weg zu gehen. Deswegen brauchen wir eine tatsächliche Gleichstellung von Frauen. Frauen müssen wirtschaftlich eigenständig sein, sie müssen gleiche Bildung erhalten, sie müssen gleiche Rechte haben. Und sie dürfen beispielsweise nicht von den Rechten und Möglichkeiten des Ehemanns abhängig sein. Wenn sie sich aber wirklich für den Schutz ausländischer Frauen einsetzen würden, dann gäbe es ja eine Möglichkeit. Es wäre nämlich notwendig, dass wir ein eigenständiges, unabhängiges Aufenthaltsrecht von Frauen haben und Frauen die Möglichkeit haben, unabhängig vom Ehepartner in Deutschland leben zu können. Das schützt Frauen und gibt ihnen die Möglichkeit für eine tatsächlich selbstständige Lebensführung ohne Gewalt. Dass sie das nicht wollen, das wissen wir. Hier erwarte ich aber auch von den anderen Parteien, dass sie dazu aktiv werden. Und für eine Frau ist es völlig egal, welche Nationalität, Religion oder politische Weltanschauung die Person hat, die sie schlägt, missbraucht oder ermordet. Für die AfD ist es aber nicht egal. Die Gewalt, für die AfD ist die Gewalt, die Frauen erleiden, nur dann relevant, wenn sie von Menschen muslimischen Glaubens oder anderer Nationalität ausgeübt wird. Sie versuchen, das Thema häusliche Gewalt für antimuslimischen Rassismus zu missbrauchen. Und so werden diese Frauen wieder zu Opfern ihrer Ränkespiele gemacht. Und sie sollten sich dafür schämen, Frauen, die Gewalt erlitten haben, für ihre politischen Machenschaften zu missbrauchen. Es ist aber auch so etwas von lächerlich, wenn Sie das Problem mit einer Weltreligion, Region oder mit einem Fokus auf jetzt Muslime thematisieren, wenn wir uns einmal die globale Realität anschauen. Wir haben ja schon im Juni dieses Jahres auf dem Antrag unserer Fraktion sehr ausführlich das Thema Femizide diskutiert. Der Begriff Feminicido kommt bekanntlich aus Süd- und Mittelamerika, um die Ermordung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechtes zu thematisieren. Jährlich gibt es mehrere Tausend solcher Morde in diesen Ländern. Und die Täter sind, halten Sie sich fest, das sind weder Muslime noch kommen sie aus dem Nahen Osten. Die meisten sind Katholiken oder sie gehören irgendwelchen christlichen Freikirchen an,
mit denen ja ihre stellvertretende Vorsitzende Beatrix von Storch gern gemeinsam gegen Frauenrechte demonstriert. Oder schauen wir einmal auf das Themenfeld der weiblichen Genitalverstümmelung an. Das ist ganz klar und offensichtlich, dass es nicht nur in muslimischen Gesellschaften praktiziert wird. Diese verabscheuungswürdige Praxis betrifft ebenso christliche Gemeinschaften und in Teilen auch jüdische Splittergruppen. Weibliche Genitalverstümmelung ist übrigens aus keiner religiösen Schrift heraus begründbar. Es wurde auch vor dem Auftreten oder gerade vor, es ist viel, viel älter als die monotheistischen Religionen. Und das ist schlicht und ergreifend ein patriarchales Herrschaftsinstrument, was weder einem Kulturkreis noch einer Religionsgemeinschaft zuzuschreiben kann. Tut mir leid, Ihre Erklärungen fallen bei mir, glaube ich, nicht so auf fruchtbaren Boden. Aber noch eine Zwischenbemerkung gerade zu diesem Thema. Ich möchte ja heute nur zu diesem Antrag reden, aber ich sage das auch in Richtung noch einmal zur angeblich aufgeklärter Teile dieses Landtags. Auch hier erlebe ich immer wieder Tendenzen, die sogenannten Ehrenmorde oder Genitalverstümmelung zu nutzen, um Vorurteile zu schüren. Aber wieder zurück zur Rechtsaußenfraktion. Meine Auswahl belegt, wie vollkommen abstrus und eindimensional ihre Sicht auf die Welt ist. Wer glaubt, alle Probleme auf einen klar definierbaren äußeren Feind abschieben zu können, hat es schön leicht im Leben, hilft aber den Betroffenen kein Stück weiter. Ihre Parteipositionen sind in weiten Teilen frauenverachtend und antifeministisch. In Ihrem Parteiprogramm tauchen Frauen nur dann auf, wenn es um die Mutterrolle und die Familie geht. Sie wollen die Entscheidung der Frauen für einen Schwangerschaftsabbruch einschränken und begrenzen und damit das Recht der Frauen auf reproduktive Selbstbestimmung beschneiden. Sie greifen ja Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an, wenn diese sich mit feministischen Themen oder mit Gender-Mainstreaming befassen. Und wollen damit auch Forschung und Lehre beschneiden. Im letzten Haushaltsplan haben Sie den Förderstatbestand der Antidiskriminierung völlig ersatzlos streichen wollen. Und Sie erzählen das Märchen von der angeblichen Frühsexualisierung in Kitas und Schulen, wenn dort altersgerecht die ganz natürlichen Fragen von Kindern und Jugendlichen zu Geschlechtlichkeit und Sexualität beantwortet werden. Das machen Sie, obwohl, oder ich würde eher sagen, weil Kinder damit stark gemacht werden, sich nicht patriarchalen Strukturen zu unterwerfen. Mit Ihrer sexualfeindlichen Tabuisierung sorgen Sie doch dafür, dass Sie einem Missbrauch hilflos ausgeliefert sind. Und gerade hat mir die Kollegin noch ein schönes Zitat von ihrer stellvertretenden Parteivorsitzenden gegeben. Sie hat ein Foto von Manuela Schwesig gepostet aus der Gesetz Nein heißt Nein. Sie wissen, es geht um die Frage der Vergewaltigung. Und schreibt dazu, ihr Post heißt, ich zitiere, Männer müssen jetzt beim Sex die Ohren spitzen. Ein überhörtes Nein kann sie zum Vergewaltiger machen. Das zeigt, welch Geisteskind sie sind. Ihre Partei vertritt Positionen, die in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts gehören, aber nicht in diese zumindest divers, teilweise diverse und gleichberechtigte Gesellschaft, wie sie im mühsamen Kampf von Frauen, Lesben, Inter- und Transpersonen erstritten wurde. Statt Frauen immer nur in das Blickfeld zu rücken, wenn es ins eigene rassistische Weltbild passt, braucht es eine fortgesetzte, solidarische und klar feministische Politik. Wir müssen Frauen, Trans- und Interpersonen stärken. Wir müssen ihnen die Räume geben, sich selbst zu erfahren, ihre eigene Kraft zu spüren und zu entfalten. Wir brauchen selbstbewusste Frauen und positive Vorbilder. Wir brauchen solidarische Männer, die bei frauenfeindlichen Witzen nicht mitlachen, sondern widersprechen. Und wir brauchen eine ausreichende Finanzierung an Rückzugsräumen, Beratungs- und Schutzmöglichkeiten. Und für alles das haben wir im letzten Haushalt für finanzielle Mittel beantragt. Die AfD leider keinen Cent. Und mit diesem Antrag, den Sie heute vorgelegt haben, nein, noch eine Bemerkung, die habe ich jetzt schon fast vergessen. Welchen Stellenwert Frauen in der AfD haben, das muss man ja mit einem Blick in Ihrer Fraktion, kann man das ja deutlich erkennen. Bei dieser Menge von Frauen in der Fraktion ist es schon sehr deutlich. Ne?
Mit dem Antrag, den Sie heute vorgelegt haben, tragen Sie wesentlich dazu bei, das Patriarchat zu zementieren. Ihr Antrag ist ein Bärendienst in der Bekämpfung häuslicher Gewalt und der Gewalt gegen Frauen generell. Aber das ist genau Ihr Ziel. Das ist genau Ihr Ziel, denn kaum jemand außer Ihnen profitiert so sehr von den alten Denkweisen und Machtstrukturen des Patriarchats. Danke schön. Ja, wenn Sie lernen würden, dann wäre es ja vielleicht noch. Danke sehr, Frau Böhm.